Ich möchte, dass der Krieg mal beendet wird. Ja, das wünsche ich mir. Und ich möchte mal von Ihnen einen Satz hören, wie Sie zum Ende des Krieges kommen. Sie erklären mir nur, wie unmöglich Putin ist. Alles richtig, aber dann kein einziger Lösungsansatz. Ich kann Ihnen das gerne erklären. Ich habe das auch schon oft gesagt und geschrieben. Gregor Gysi wurde zur Lanz-Show eingeladen und es hat so richtig geknallt. Eine ganze Stunde lang haben die anderen Gäste im typischen Zangenmanöver eine kriegstreibende Worthülse nach der anderen auf Herr Gysi abgefeuert, bis er völlig außer sich war. Doch bevor wir uns diese polarisierenden und seltenen Szenen gemeinsam anschauen, ist es noch wichtig, auf ein paar Hintergrundinformationen einzugehen, damit meine Zuschauer perfekt den Kontext verstehen. Gregor Gysi versuchte verzweifelt den anderen Diskussionsteilnehmern zu vermitteln, dass ausschließlich Waffenlieferung und das Dämonisieren der Russen der falsche Weg sind und nur zu endlosen Blutvergießen führen. Und allein diese Aussage führte schon zu extremen Kontroversen. Aber als er dann die Lösung skizzierte, bei der seiner Meinung nach nur diplomatische Bemühungen über China, Indien, Südafrika und Brasilien zum Frieden führen könnten, kam es zur Eskalation. Unreflektiert stürzten sich die angeblichen Russland-Experten mit haltlosen, Baerbock-artigen Argumentationen auf Herr Gysi, was im Ergebnis einfach nur unschlüssig und peinlich war. Es war einfach unglaublich und bevor wir uns das Ganze anschauen, sollte ich noch dringend eine Warnung aussprechen. Denn das Niveau dieser Sendung war durchsetzt mit dümmlichen Annahmen, dass Russland nur eine Sprache versteht. Härte, Härte und noch mehr Härte, was übersetzt heißt, mehr Eskalation. Wir schauen rein, los geht's. Anbieten. Aber Verhandlungen führt man doch nicht so. Also ich sag aber noch mal, sie auch lassen. Aber also die vier Regierungen wären in der Lage, von Russland Dinge zu verlangen, die wir nie erreichen. Aber glauben Sie, dass Russland bereit ist, unter Putin gerade zu verhandeln? Also nach dem, was wir auch gerade gehört haben, das berühmte, glauben Sie, dass Russland bereit ist, zu verhandeln? Sie mal, wenn also China Putin und kann Indien sich gerade zurücklehnen und sagen, denen geht die Munition aus. China er hat keinerlei Interesse und keinerlei Absichten, mit uns zu verhandeln oder mit dem Westen. Also wenn China und Indien sagen, wenn sie nicht mit uns verhandeln, werden wir unsere politischen und ökonomischen Beziehungen abbrechen, dann wäre Putin am Ende. Das kann ja, was China niemals tun wird, weil China sein ganzes Erdöl völlig anders gelagerte nach China Interessen und nach Indien. Verstehen Sie, er wäre am Ende. Das können die nicht. Also müssen wir uns bemühen, dass sie eine härtere Haltung einnehmen und sozusagen Russland zwingen zu Friedensverhandlungen. Okay. Anders geht es nicht. Das sagt sich Wir können es nicht. Womit wollen wir denn noch drohen? Wir sind doch sowieso, haben schon alle Sanktionen gegen Russland beschlossen. Wir können gar nicht mehr drohen. Aber China, ist auch nicht Indien richtig. Und auch Südafrika und Brasilien abgeschwächt, aber vor allen Dingen China und Indien, die können es. Und die könnten wirklich Verhandlungen erzwingen. Herr Gysi, Sie bauen hier ein Bild auf, das in keinster Weise irgendeiner Realität entspricht. Ja, China stand im letzten Frühjahr, im Frühjahr 2023, unter einem ziemlich großen Druck, sich im Hinblick auf diesen Krieg gegen die Ukraine zu positionieren. Dann haben sie genau das gemacht. Sie haben, ich glaube, im April, ich habe das genaue Datum, oder Februar, ich erinnere jetzt das genaue Datum nicht mehr, haben sie ein sogenanntes Positionspapier zu diesem Krieg veröffentlicht. Ja? Mhm. Das war kein Friedensplan. Das ist dann natürlich weltweit in den Medien als Friedensplan diskutiert worden. Es war kein Friedensplan. Es war ein windelweiches, extrem vages Positionspapier, das viel näher an der russischen Position war als an der ukrainischen Position. Ja? Also es ist eine vollkommene Illusion, und dann dass China das sich in der Weise, wie Sie es jetzt suggerieren, jemals gut, in diesem eine Illusion Krieg positionieren ist, dann wird. Das bleiben, ist einfach dann machen eine wir 30 Jahre Krieg. Oder wollen Sie 40 Jahre Krieg? Wie lange wollen Sie denn den Krieg andauern und lassen? Nochmal 50 Jahre? Weil Sie sagen, wir liefern immer wieder Munition und Waffen. Okay, und was die Sie haben wollen, auch immer Munition und Waffen. Ich möchte, dass der Krieg mal beendet wird. Ja, das wünsche ich und mir ich möchte mal nicht von Ihnen einen Satz hören, wie Sie zum Ende des Krieges kommen. Ja, ich kann Sie erklären das gerne mir nur, wie unmöglich Putin ist. Alles richtig, aber dann kein einziger Lösungsansatz. Ich kann Ihnen das gerne erklären. Ich habe das auch schon oft gesagt und geschrieben. Indem er alle seine Truppen abzieht. Macht er aber nicht. Soll ich es erklären? Oder? Ja, gerne. Okay. Gerne. Also halten wir noch mal kurz fest, was gerade gesagt wurde, bevor wir uns den peinlichsten Moment dieser Sendung anschauen, bei dem scheinbar jeder den Titel Russland-Experte bekommt, solange er sich für Krieg und Waffenlieferung ausspricht. Gregor Gysi machte den genialen Vorschlag,
eine ausgeklügelte, diplomatische Strategie zu verfolgen. Denn Herr Gysi hat richtig erkannt, dass für Russland die Zusammenarbeit mit China, Indien und Brasilien existenziell ist. Wenn man also diese Länder davon überzeugen könnte, auf Putin Einfluss zu nehmen, dann hätte man endlich den Hebel in der Hand, um wirksame Friedensverhandlungen einzuleiten. Natürlich, und so ehrlich müssen wir sein, ist das für Deutschland alles andere als leicht. Denn leider haben wir mit Frau Baerbock eine Außenministerin, die uns weltweit nicht nur lächerlich macht und unser Ansehen kostet, sondern die durch ihren ständigen, moralisierenden Impetus alle diplomatischen Türen verschließt. Man erinnere sich nur bei dem Auftritt bei Fox News in Amerika, wo sie den chinesischen Staatsoberhaupt wie Putin als Diktator titulierte. Wir haben halt einen Elefant im Porzellanladen und das in einer Zeit der wirklich schlimmen Krisen. Und jetzt, mit diesen Informationen im Hinterkopf, die die Russland-Experte natürlich als Schwachsinn abtat, schauen wir uns nun ihre Idee eines möglichen Friedens an. Und so viel kann ich jetzt schon sagen, sie ist total überfordert und hat einfach keine Ahnung, wovon sie spricht. Wie so viele Politiker in diesem Thema. Doch vorher möchte ich Sie noch höflich daran erinnern, diesen Kanal nun zu abonnieren. Vielen Dank, Daumen hoch, weiter geht's. Ich möchte, dass der Krieg mal beendet wird. Ja, das wünsche ich mir auch. Ich möchte mal von Ihnen einen Satz hören, wie Sie zum Ende des Krieges kommen. Ja, Sie erklären mir nur, wie unmöglich Putin ist. Alles richtig, aber dann kein einziger Lösungsansatz. Ich kann Ihnen das gerne erklären. Ich habe das auch schon oft gesagt und geschrieben. Indem er alle seine Truppen abzieht. Macht er aber nicht. Soll ich es erklären? Oder? Ja, gerne. Okay. Gerne. Also Sie haben gefragt, wo soll das hinführen? Mhm. Ja? Und die Ukraine verliert doch den Krieg. Und das ist ein Satz, also ich kann die Frage sehr gut verstehen. Mhm. Ja? Und wir sind alle in einer wirklich existenziellen Situation durch diesen Krieg, den Putin begonnen hat. Nein, aber wir sind nicht alle in einer existenziellen Situation. Die Ukrainer sind in einer existenziellen Situation. Nein, wir sind alle in einer existenziellen Situation. Putin unterscheiden sich unsere Analysen einen großen konventionellen Krieg in die Mitte Europas getragen. Und dieser Krieg hat auf ganz Europa massive Auswirkungen. Und deswegen weiß jemand von euch gerade, was sich diese angebliche Russland-Expertin dort zusammenreimt? Denn die Frage war doch ganz klar und eindeutig formuliert. Wie soll der Krieg zum Ende kommen? Und wenn Putin sich mit diesem Imperialismus und dieser Aggression durchsetzt, dann wird das auch für andere Staaten existenziell. Ja? Also insofern ist es ist eine Illusion zu glauben, dass wenn wir jetzt Stopp machen, ja, und wenn die Ukraine jetzt sich auf Richtung diskutieren, ja. Der militärische Erfolg der Ukraine, und die Ukraine hat in diesem Krieg sowieso einen massiven militärischen Erfolg errungen, weil sie sich nämlich widersetzt hat, ja, was am Anfang des Krieges niemand geglaubt hat. Und die Ukraine hat 2022 große militärische Erfolge erzielt. Der militärische Erfolg der Ukraine steht und fällt mit unserer Unterstützung. Ja? Also das abstrakt in den Raum zu stellen und zu sagen, die Ukraine verliert den Krieg, kappt sozusagen den Zusammenhang. Aber das ist doch die Analyse einfach. Das ist die Analyse. Aus dieser Analyse folgen Handlungsoptionen. Es geht auch nicht darum, dass die Ukraine Russland besiegt, in dem Sinne, dass jetzt ukrainische Truppen irgendwann so in Moskau stehen. Sondern es geht darum, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, sich zu verteidigen und möglichst viele Gebiete, ihre Staatsgebiete zu befreien. Und die Ukraine braucht drei Gattungen von Waffen. Sie braucht Luftverteidigung. Das ist absolut zentral, weil Russland Luftkrieg gegen das gesamte Land führt. Ja. Sie braucht Munition für die Front. Und sie braucht Waffen mit größerer Reichweite, um gerade weil sie taktisch unterlegen ist, um hinter der Front russische Versorgungslinien und russische Munitionslager etc. angreifen zu können. Also Sie Sie meinen militärisch muss die Ukraine siegen. Militärisch muss die Ukraine in der Lage sein, sich durchzusetzen auf ihrem eigenen Territorium. Und Sie würden sagen, Herr Gysi, das geht nicht. Frau Rennefanz würde sagen, das geht nicht. Man kann eine Atommacht nicht besiegen. Nicht. Ich weiß, wir wollen es nicht im Kreis drehen. Also womöglich, wenn am Anfang mehr Waffen geliefert worden wären, womöglich dann. Aber ich sehe das in dieser jetzigen Situation einfach nicht. Also, die Frage war doch, wie man diesen Krieg beenden könnte. Und sie sagte dann in ihrer Arroganz, darüber habe ich sehr viel geschrieben und das kann ich jetzt auch gerne erklären. Und was kam dann bitte? Nur heiße Luft. Man hat sofort gemerkt,
dass sie sich noch nie ernsthaft mit diesen Gedanken auseinandergesetzt hat, wie man wirklich zu einem Ende des Krieges finden könnte. Sie redete doch einfach nur davon, mit welchen Waffen die Ukraine weiterhin befähigt werden könnte, diesen Krieg zu führen. Ich finde wirklich, wenn man solchen Personen den Titel Russland-Experte gibt, dann muss man sich nicht wundern, wenn dieser Begriff bald überhaupt nicht mehr ernst genommen werden kann. Und wie oft hat sie bitte versucht, durch langatmige Worte Zeit zu gewinnen, damit sie doch noch irgendwelche Strohhalme in ihrem Kopf konstruieren kann, damit das, was sie sagt, halbwegs noch sinnvoll klingt. Einfach nur episch unterirdisch. Und das Einzige, was ich an dieser Person beeindruckend fand, dass sie wirklich vor der Kamera steht und selbstbewusst glaubt, sie wisse, wovon sie redet. Und anders würde das Ganze auch nicht bei Frau Baerbock aussehen, wenn man sie argumentativ in einer Talkshow auseinandernehmen würde. Denn das Einzige, was meiner Meinung nach unsere Außenministerin wirklich gut beherrscht, sind Fotoshootings auf Steuerkosten und traurige Geschichten von Einzelfällen in jeder Kamera zu heulen. Aber was war euer Eindruck? Glaubt ihr auch, dass den deutschen Fernsehen langsam das Personal ausgibt, dass sie solche Scheinexperten ihre Show verlaufen lassen? Ich bin gespannt auf eure Beiträge. Und falls ihr mehr erfahren wollt über die Hintergründe des Russlandkrieges, dann empfehle ich euch, das nächste Video, was ihr hier seht, anzuschauen. Denn danach bleiben keine Fragen mehr offen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.